CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit mehreren Jahren erleben wir nunmehr eine Renaissance der Städte in unserem Land. Städte wachsen und sind echte Anziehungsmagneten für viele Menschen. Und Frau Ley, das Bild, was Sie von unseren Städten im Allgemeinen gezeichnet haben, ist so nicht richtig. Weil sonst muss man sich ja die Frage stellen, warum so viele Menschen in die Städte drängen. Ist ja nicht nur, weil sie müssen, sondern weil sie wollen, Frau Ley. Und da will ich gar keine Herausforderungen, die wir in den Städten haben, kleinreden. Ja, dass wir nicht die Städte kaputtreden sollten. Wir haben Herausforderungen in den Städten. Na, das Bild, was Ihre Kollegin von unseren Städten dargestellt hat, habe ich zumindest so wahrgenommen. Und ja, es ist richtig, wir stehen vor vielen Herausforderungen in unserem Land, auch und gerade in den Städten. Bezahlbares Wohnen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Sicherheit, Sauberkeit, klimagerechter Umbau, all das sind Dinge, die wir intensiv vorantreiben müssen. Und deshalb begrüße ich es ausdrücklich, dass der aktuelle Stadtentwicklungsbericht der Bundesregierung die Trends und die Treiber der Stadtentwicklung in Deutschland identifiziert. Und hier möchte ich Ihnen, Frau Ministerin Hendricks, ganz herzlich für die gute Vorlage aus Ihrem Hause danken. Eine tragende Säule der Stadtentwicklungspolitik ist zweifelsohne die Städtebauförderung. In dieser Wahlperiode haben wir die Mittel der Städtebauförderung von zunächst 450 Millionen auf zuletzt 790 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Und ich finde, das ist ein großer Erfolg dieser Koalition, meine Damen und Herren. Und ja, passend fand hierzu letzten Sonnabend letzter Woche zum dritten Mal der bundesweite Tag der Städtebauförderung statt. Dort hatten wir alle, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die Gelegenheit, die erfolgreiche Umsetzung der Städtebauförderung in den Städten und Gemeinden zu erleben. Und ich finde es gut, dass es diesen bundesweiten Aktionstag gibt. Auch ich, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, war in meinem Wahlkreis Berlin-Spandau unterwegs, um mich vor Ort über die zahlreichen guten Projekte zu informieren. So war ich zum Beispiel im Falkenhagener Feld. Das ist eine große Wohnsiedlung der 60er Jahre. Und es war einmal mehr interessant zu sehen, wie dort das Wohnumfeld qualifiziert wird und wie soziale und Versorgungsinfrastruktur gestärkt wird. Meine Damen und Herren, die Aufwertung im Falkenhagener Feld wird auch über das Programm Stadtumbau West durchgeführt. Und auch vor diesem Hintergrund möchte ich es an dieser Stelle zumindest einmal sagen, irritiert es mich immer wieder, wenn ich auch vom Ministerium zumindest gefühlt eine recht einseitige Konzentration auf das Programm Soziale Stadt erlebe. Wenn wir uns anschauen, dass wir gerade bei dem Programm Stadtumbau das größte Programmvolumen bei der Städtebauförderung haben, das sogar mit steigender Tendenz, und wenn wir gerade die Erfolge des Stadtumbauprogramms sehen, finde ich, sollten wir auch und gerade dieses Programm immer wieder erwähnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Stadtumbauprogramme Ost und West legen wir jetzt zu einem bundesweiten Programm Stadtumbau zusammen. Ich begrüße das sehr. Wir müssen natürlich aufpassen, dass hier niemand am Ende verliert. Aber es zeigt auch einmal mehr, dass die Herausforderungen, die wir sowohl im Westen als auch im Osten unseres Landes haben, sich mittlerweile angeglichen haben. Und es zeigt auch, dass wir die deutsche Einheit weiter vollenden, auch mit dieser Zusammenlegung. Für uns ist klar, dass es im Rahmen der Städtebauförderung nicht nur das Programm Stadtumbau und das Programm Soziale Stadt gibt, sondern es gibt vielfältige Programme, und die Gesamtstruktur der Städtebauförderung ist wichtig mit ihren verschiedenen Herausforderungen. Und ja, es treten auch immer wieder neue Herausforderungen auf, die wir dann auch annehmen und sehen. Und ich möchte ausdrücklich unserem Koalitionspartner danken, dass es uns als Union gelungen ist, das Programm Stadtgrün neu aufzulegen. Wir haben dafür lange geworben, und ich glaube, städtisches Grün ist ein ganz zentraler Baustein für lebenswerte Städte und Gemeinden. Und wir sagen auch in unserem Entschließungsantrag, dass wir dieses zukünftig in einem eigenen Programm fördern wollen und dass wir das sogar verstetigen wollen. Ich glaube, auch das ist wichtig für lebenswerte
Städte und Gemeinden in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein weiteres Förderprogramm der Städtebauförderung möchte ich auch ausdrücklich erwähnen, was wir in dieser Legislaturperiode neu aufgelegt haben. Das ist das Programm Nationale Projekte des Städtebaus. Wir treiben hier echte Leuchtturmprojekte voran. Die Vorhaben, die wir in diesem Programm fördern, sind beispielgebend für die Stadtentwicklung in Deutschland. Und auch deshalb wollen wir unbedingt an diesem neuen Programm festhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Städte sind seit jeher Orte der Freiheit und des Wandels. Städte sind nie fertig gebaut, sondern entwickeln sich immer weiter. Auch das macht ihre Attraktivität aus. Und natürlich gehört zu einer guten Stadtentwicklungspolitik auch, Perspektiven für den Wohnungsbau neu aufzuzeigen. Und ja, ich bin auch der Bundesregierung für die Verdreifachung und der Koalition des sozialen Wohnungsbaus dankbar. Ich danke auch Frau Hendricks dafür. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke vor allem unserem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble dafür, dass wir in diesem Haushalt so viel Mittel für den sozialen Wohnraum zur Verfügung stellen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn ich mir dann ansehen muss, wie Rot-Rot-Grün in meiner Heimatstadt Berlin 5.000, ja, da komme ich gleich drauf, Herr Kühnen, 5.000 neue Wohnungen auf der Elisabethau in Pankow mit einem Federstrich vom Tisch fegt, wie Nachverdichtungen verhindert werden, wie die Bausenatorin ein Projekt nach dem anderen aufs Eis legt, wie selbst der regierende Bürgermeister Michael Müller diese Klientelpolitik öffentlich kritisiert, dann kann ich nur sagen, was Rot-Rot-Grün in Berlin veranstaltet, ist das Gegenteil von guter Stadtentwicklungspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und vor diesem Hintergrund, lieber Herr Kühn, entbehrt es übrigens nicht einer gewissen Komik, wenn ausgerechnet die grüne Bundestagsfraktion in ihrem Entschließungsantrag zum Stadtentwicklungsbericht fordert, mal eben 1 Million zusätzliche günstige Wohnungen zu schaffen. Hier im Bundestag hehre Forderungen aufstellen, aber vor Ort, wie in Berlin gerade geschildert, sich vor der Verantwortung drücken, das ist eine Doppelmoral, die wir Ihnen nicht durchlassen werden, Herr Kühn. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen die Städte mehr denn je als Motor für Nachhaltigkeit, Innovation und Wachstum. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, gerade in den Bereichen Wirtschaft, Demokratie, Demografie, Soziales, Sicherheit, Klima und Umwelt, sind groß, und wir werden sie nur in und mit unseren Städten erfolgreich bewältigen können. Kurzum, ein starkes Deutschland gibt es nur mit starken Städten. Starke Städte gibt es nur mit einer guten Stadtentwicklungspolitik, mit der Städtebauförderung als tragende Säule. Das machen wir als Koalition mit unserem Entschließungsantrag deutlich, und daher bitte ich Sie um Unterstützung für unseren Entschließungsantrag. Herzlichen Dank. Michael Groh.